Hier siehst du dir das vierte Video in einer Reihe von Tutorials an, das dir dabei helfen soll, die Anwendung von Filmora 9 besser kennenzulernen. Ein spielerisch leicht zu erlernendes Videobearbeitungsprogramm für Creator aller Leistungsstufen. Mit unseren Tutorials kannst du alles Nötige lernen, um deine eigenen Videos mit Filmora 9 herzustellen. Hallo alle zusammen, ich bin Niki und ich werde mit euch in diesem Video einige der grundlegenden Bearbeitungselemente von Filmora 9 durchgehen. In diesem Video lernt ihr, wie ihr Medien zur Zeitleiste hinzufügt, wie ihr Clips aufteilt und löscht und wie ihr die Clipdauer ändert. Hier haben wir das Beispiel eines einfachen Videoschnitts. Nehmen wir also an, wir haben Clips in der Medienbibliothek hier oben. Wir können das grüne Plus-Symbol anklicken, um den Clip an der Stelle hinzuzufügen, wo sich der Abspielkopf befindet. Du kannst den Clip auch von der Medienbibliothek aus überall zur Zeitleiste hinzuziehen. Im angezeigten Fenster kannst du deine Projekteinstellungen deinen Medien anpassen. Falls du möchtest, dass das Programm deine Einstellungen so lässt, wie sie sind und dich nicht mehr danach fragen soll, dann klickst du hier auf das Häkchen. Falls du in deiner Zeitleiste ein Bild ablegen möchtest, wirst du die Einstellungen vorerst nicht anpassen wollen, da das Bild möglicherweise nicht die gleichen Einstellungen wie dein Video hat. Oder vielleicht fügst du Zeitlupenaufnahmen hinzu, die mit einer separaten Bildrate aufgenommen wurden. In diesem Fall möchtest du die Einstellungen nicht mit dem Filmmaterial abgleichen, das nicht für die Zeitlupe bestimmt ist. Um Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, vor Beginn der Bearbeitung die Projekteinstellungen zu überprüfen. In diesem Beispielclip möchte ich die Kamerabewegung ausschneiden, damit wir direkt vom Computer zum Schauspieler wechseln. Ich bewege den Abspielkopf zum Ende des Abschnitts und klicke das Scheren-Symbol an, um einen Schnitt vorzunehmen. Ich kann auch den Shortcut Steuerung plus B bei Windows oder die Befehlstaste B bei Mac verwenden. Hoffentlich hast du dir schon das Zeitleisten-Tutorial angesehen, damit du weißt, was die einzelnen Funktionen in der Zeitleiste tun. Danach gehe ich zum Anfang des Clips, wo wir das Gesicht unseres Schauspielers sehen, und klicke wieder auf die Schere. Jetzt klicke ich den mittleren Abschnitt an, um diesen auszuwählen, und danach auf das Papierkorb-Symbol, um den mittleren Clip zu löschen. Du kannst auch auf deiner Tastatur Entfernen drücken, um den Clip zu löschen. Nun gibt es hier zwischen den beiden Clips eine große Lücke. Du kannst die Lücken schließen, indem du den Clip auf der rechten Seite anklickst und ziehst, damit er auf den Clip links trifft. Also so. Sagen wir, du möchtest am Anfang etwas weniger vom Computer haben. Also greifen wir einfach die linke Seite des Clips und ziehen ihn, um zu kürzen. Unter Reduziert wird uns auch mitgeteilt, wie viel Zeit du von dem Clip entfernt hast. Wenn du eine bestimmte Dauer möchtest, klicke einfach rechts auf den Clip und wähle Geschwindigkeit und Dauer aus. Du kannst hier die Dauer und Geschwindigkeit eines Clips ändern und durch Klick auf Rückwärtsgeschwindigkeit einen Clip rückwärts wiedergeben. Es gibt eine andere Möglichkeit, eine solche Bearbeitung vorzunehmen, die viele User nutzen. Das ist die Verwendung von In- und Out-Points. Gehen wir wieder zum Clip zurück, aber dieses Mal werde ich ihn doppelt anklicken und nicht über die Plus-Schaltfläche gehen. Dieses Video wird hier auf der rechten Seite des Bildschirms erscheinen. Wenn ich auf die I-Taste klicke, dann wird hier ein In-Point gesetzt. Klicke ich auf die O-Taste, wird ein Out-Point gesetzt. Man kann auch die Schaltflächen In- und Out-Markierung setzen verwenden, die sich direkt hier befinden. Dadurch ziehen wir den Clip vom Medienbereich zur Zeitleiste und er wird so geschnitten, wie wir es möchten. Jetzt können wir mit dem anderen Teil des Clips genauso verfahren und sie dann auf der Zeitleiste zusammenfügen. Du kannst auf der Zeitleiste zwei Clips zusammenfügen, wenn du jeden Clip vom Medienbereich zur Zeitleiste ziehst und sie wunschgemäß anordnest. Und nun haben wir es! Du kannst jetzt von deinem Clip unerwünschte Abschnitte rausschneiden, die Clipdauer ändern und mehrere Clips zusammen bearbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schau dir auch unsere anderen Tutorials an. Dort lernst du, wie man in Filmora 9 ein Video von Anfang bis Ende bearbeitet. Tschüss!